So ihr Lieben, ganz ehrlich mal kurz Real Talk. Es gibt immer wieder mal Videos, bei denen ich sagen muss, da habe ich jetzt gar nicht so wirklich Lust drauf, die zu machen. Dieses Video allerdings ist eins von denen, wo ich sage, ich habe gerade tierisch Bock über das Ganze zu reden. Und zwar habe ich mir für euch alle Deleted Scenes, also alle gelöschten Szenen aus The Lost World Jurassic Park 2 beschafft, um die eben jetzt hier mit euch zu besprechen. Und Mann, sind da viele mit dabei und wow, sind da geile mit dabei. Jurassic Park 3 haben wir ja schon eigentlich so gut wie komplett besprochen. Jurassic Park 2 wurde dabei ein bisschen links liegen gelassen, aber trotz allem muss ich hier wirklich sagen, ey, das ist jetzt hier wirklich kein Mist, bleibt bis zum Ende dran. Diese Deleted Scenes werden immer besser. Und ich gehe sogar so weit und sage, eine der letzten Szenen, die ich euch jetzt vorstelle, wäre vielleicht sogar die perfektere Szene gewesen, als die, die wir im fertigen Film bekommen haben. Wieder mal langes Intro, wieder mal lange vorangelabert. Wir fangen jetzt an mit dem Intro und danach geht's los mit dem Video. In diesem Sinne, lass mich auf jeden Fall deine Meinung dazu wissen. Los geht's. Wir fangen einfach mal ganz chronologisch an, würde ich sagen, denn ursprünglich sollte es ein alternatives Opening geben. Wir werden uns alle erinnern, in The Lost World Jurassic Park 2 beginnt das ganze Jahr mit der Geschichte der kleinen Katie, heißt sie, oder Catty, irgendwie sowas, die mit ihrer Familie auf der Isla Sorna gestrandet ist, beziehungsweise machen die da eben ganz gezielt Stopp mit ihrer reichen Yacht, um da eben ihren schönen Tag zu verbringen und dabei wird dann eben Catty oder Katie von Kompis angegriffen. Die Szene hätte es ursprünglich gar nicht geben sollen. Nein, tatsächlich hätte das Ganze, naja, ein bisschen simpler anfangen sollen. Wir hätten nach der Einblendung Jurassic Park 2 oder, nein, The Lost World Jurassic Park, hätte dann das Bild rüber auf ein japanisches Fischerschiff schwenken sollen, das eben in der Nähe von der Isla Sorna nach Fischen sucht. Bei ihrer Jagd hätten sie allerdings einen toten Parasaurolophus an Land gezogen, beziehungsweise gar nicht mal an Land gezogen. Nein, das Tier hätte sich, oder der Kadaver von diesem Tier hätte sich im Fischernetz verhangen. Das Boot hätte daraufhin angefangen zu wackeln, die Crew hätte das Fischernetz eben losgeschnitten und das Tier wäre im dunklen Wasser wieder versunken. Bei der Szene muss ich sagen, das wäre mir auch zu 0815 gewesen, da finde ich die ganze Geschichte mit der kleinen Katie, wie sie auch immer im Film heißt, wesentlich besser, zumal ja auch diese Szene eine Anleihung an die Szene aus dem Buch ist, wo eben derselbe Vorfall passiert, wo eben auch ein kleines Kind, Tina hieß sie im Buch, wo auch eben Tina von den Kompis angegriffen wird und deswegen fand ich das so einen ganz coolen Callback, da hätte ich das mit dem Parasaurolophus nicht unbedingt gebraucht. Kleiner Funfact an der Stelle, das Parasaurolophus-Modell, ja, die haben für diese Szene extra wieder ein animatronisches Modell, also eine echte Figur gebaut. Das wurde allerdings nochmal recycelt, beziehungsweise wurde das eben später nochmal im Film verwendet. Und zwar genau an der Stelle, an der wir in das Nest des Baby-T-Rex reinzoomen. Da sehen wir auf der rechten Seite, meine ich, das aufgefressene Kadaverskelett eines Dinosauriers und das ist ursprünglich das Tier, was eigentlich in dem Fischerboot hätte landen sollen. Das heißt, die Szene wurde scheinbar schon relativ früh wieder rausgeschnitten, man hat sich aber einfach gedacht, okay, wir benutzen trotz allem diese animatronische Puppe noch einmal für eine spätere Szene und das finde ich ganz cool. Eine weitere Szene, die uns verwehrt geblieben ist, sollte eigentlich nach diesem ersten Vorfall passieren. Das heißt, diese Szene sollte eigentlich nach dem Vorfall mit den Kompis passieren und eben dem kleinen Mädchen. Da bekommen wir ja ursprünglich einen Cut auf Ian Malcolm. Da schreit dann erst die Frau am Strand und wir bekommen den Cut und dann gähnt Ian Malcolm in die Kamera. Dieses Gähnen sollte ursprünglich Peter Ludlow bekommen, der kurz darauf eine Pressekonferenz vor ganz vielen Investoren auch hält und eben vor der Presse und darüber redet, dass man den Opfern des Jurassic Park ja immer noch Geld schuldet. Hierbei sollten wirklich die Namen Robert Muldoon, Donald Gennaro und John Ray Arnold fallen. Das heißt, die Figuren aus dem Original Jurassic Park sollten hier nochmal ganz kurz erwähnt werden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich dabei Gänsehaut bekommen. Vielleicht auch einfach, weil das eben im echten zweiten Film nicht passiert ist, aber ich glaube, hätte man die Namen hier nochmal genannt und Peter Ludlow hätte abfällig über diese Kosten geredet, die eben jetzt aufgrund dieser Todesfälle
an die Hinterbliebenen kommen müssen. Hätte er das einfach von sich gegeben, hätte das diese Figur nochmal ein bisschen unsympathischer gemacht und hätte genau diesem Gegnermodell, das ja Peter Ludlow in dem Film darstellt, auch wirklich in die Karten gespielt. Noch dazu soll kurz danach erklärt werden, dass Peter Ludlow genau diesen Vorfall nutzt, um ihn eben seinem Onkel, also John Hammond, in die Schuhe zu schieben, damit er eben Injun übernehmen kann, was dann auch später im Film passiert. In The Lost World Jurassic Park, dem Film, den wir gesehen haben, den wir im Kino gesehen haben, den wir auch auf VHS, DVD, Blu-ray, was auch immer zu Hause haben, da sehen wir eben nur, wie Peter Ludlow gerade von diesem Gespräch die Treppe runterkommt und dann quasi an Ian Malcolm so einen Teil davon weitergibt. Deswegen verstehe ich, warum man dieses ganze Gespräch herausgeschnitten hat, weil das brauchen wir nicht unbedingt, diese Informationen, und es streckt den Film vielleicht auch einfach sehr belanglos und überflüssig in die Länge. Ich meine, wir erfahren ja kurz darauf, in ganz kurzen Sätzen, was da wirklich besprochen wurde, weil eben Ludlow das Ganze an Ian Malcolm weitergibt. Von daher verstehe ich auch, warum man das Ganze rausgeschnitten hat. Trotz allem hätte ich gesagt, das wäre eine geile Szene für eine Extended Edition von Jurassic Park. Nochmal, um es ganz kurz einzuschmeißen. Viele von euch haben mir auch geschrieben, Tobi, glaubst du, dass es vielleicht bald eine Extended Version der Jurassic Park Filme geben könnte, wo genau diese Szenen drin sind? Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich habe hier und da mal gelesen, dass manche Szenen fertig gedreht wurden, andere aber auch wiederum nicht. Das heißt, ich weiß nicht genau, was wirklich alles fertig gedreht wurde. Wenn genügend Szenen denn wirklich im Kasten gewesen sind, könnte man immer noch nachträglich sagen, wir holen die aus den Archiven wieder raus und packen das Ganze in einen Jurassic Park Trilogie Extended Cut à la Herr der Ringe und der Hobbit und packen die Szenen dann damit rein. Wenn allerdings nur 2 bis 3 Szenen davon wirklich fertig gewesen sind, würde sich der ganze Aufwand dazu nicht lohnen. Die nächste Szene, also nachdem dann Peter Ludlow eben mit Ian Malcolm gesprochen hat, die Szene darauf sollte er sich dann eben genau wie auch im Film mit John Hammond treffen. Deswegen ist Ian Malcolm ja auch wirklich da, weil John Hammond ja sagt, ey, ich berufe Ian Malcolm hierher ein. Ich erzähle ihm noch nicht genau, wieso. Das will ich dann persönlich mit ihm klären. Und genau das wurde oder würde eben auch dann so passieren, wie eben im Film. Allerdings sollte das Gespräch im ursprünglichen Cut ein bisschen länger gehen und auch leicht anders verlaufen. Ian Malcolm sollte John Hammond zum Beispiel darauf hinweisen, dass es eine sehr dumme Idee ist, für eine Dokumentationsoperation nur einzelne Leute auf die Insel zu schicken und dass es vielleicht doch schlauer wäre, sowas wie die Nationalgarde auf die Insel zu schicken. Dabei soll er sich auch so ein bisschen über seine eigene Aussage lustig machen, aber im Endeffekt meine ich, ja, das ist eine schlaue Aussage zu sagen, ey, wenn du meinst, du müsstest nochmal Menschen auf diese Insel schicken, wo wir ganz genau wissen, dass Dinosaurier da drauf sind, die frei herumlaufen, dann nimm halt vielleicht ein paar Soldaten mit. Hammond sollte aber kurz daraufhin Ian Malcolm einen Computer zeigen, wo eine Satellitenkarte aufgelistet war. Und da würde er ihm nochmal ganz kurz erzählen, wo eben die Isla Sorna ist und was eben die 5 Tode bedeuten. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel Exposition im fertigen Film gewesen, nach dem Motto, ja, übrigens ist hier die Isla Sorna und wenn Sie schon nachfragen, die 5 Tode bedeuten übrigens Folgendes, Blick in die Kamera, dieses expositionslastige, was leider Jurassic World für mich auch so häufig gemacht hat, das haben sie eben rausgeschnitten und das macht auch irgendwie Sinn für mich. Auf jeden Fall sollte John Hammond, nachdem Ian Malcolm ihm eben redet, Nationalgarde auf die Insel zu schicken, sollte der gesagt haben, naja, aber eine Person ist schon dort, das heißt, wir müssen uns beeilen, und dann erfährt eben Ian Malcolm, dass es Sarah ist, und daraufhin werden dann eben erst die restlichen Mitglieder der Gruppe, die wir eben auch im Film sind, auf die Insel geschickt. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass in einem ursprünglichen Skript, davon ist hier nicht die Rede, also das ist jetzt nur meine Theorie, dass ganz früh vielleicht auch die Idee gewesen ist, dass der Film damit endet, dass John Hammond dann wirklich eine Nationalgarde auf die Insel schickt. Vielleicht sowas, was wir am Ende in Jurassic Park 3 gesehen haben, nur eben in Jurassic Park 2. Das hört sich ganz für mich nach so einer Art Foreshadowing à la Steven Spielberg an, aber wir haben es eben im Endeffekt eh nicht bekommen. Und ja, da bin ich auch zufrieden damit, weil ich finde, das Gespräch, wie es im Film abgelaufen ist, ist schon vollkommen in Ordnung so. Roland und RJ treffen sich in der Szene darauf. Und auch das haben wir schon mal besprochen in einem Extra-Video. Das habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt. Da kannst du ganz gerne mal draufklicken. Da gehe ich ein bisschen näher auf das ein, was da passiert. Ich werde die Szene jetzt hier nur mal ganz kurz anhaken. Ich hatte, glaube ich, sogar in meinem Video damals gesagt, dass ich die Szene überhaupt nicht gebraucht hätte. Ganz kurz erklärt, es geht darum, dass RJ und Roland sich eben treffen, dann in irgendeinem Restaurant auf Hawaii, meine ich, und dann greift einer der Besucher eben so einem Barmädchen an den Hintern und daraufhin schlägt dann eben Roland den Typen da zusammen.
Und da habe ich damals gesagt, ja, das ist ein bisschen wahllos eingefügt. Einfach Hauptsache, um zu zeigen, ja, ich bin hier der krasse Roland und ich bin so cool. Ich muss das mit diesem Video revidieren, denn es wurde tatsächlich offiziell beschrieben, dass wir hier sehr viel mehr Hintergrundwissen über AJ oder RJ und Roland bekommen sollten. Die beiden hätten sich nämlich ursprünglich darüber unterhalten, dass die auch in der Vergangenheit lange, lange Zeit gemeinsam Tiere gejagt haben, bis sie dann irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, weil, naja, der Mensch bringt eben Tiere eben an den Rand des Aussterbens. Und genau das soll eben auch hier passiert sein. Deswegen haben sich dann Roland und RJ zurückgezogen von der Jagd und haben dann eben, naja, sich auseinandergelebt. Das ist eine Information, die ich gar nicht so verkehrt finde, weil das auch erklärt, warum Roland später so geknickt ist, als er erfährt, dass RJ die Raptorenwiese nicht überlebt hat. Roland sollte außerdem in diesem Gespräch erklären, dass er von seinem eigenen Leben gelangweilt ist und er jetzt mit auf die Isla Sorna kommen würde, unter einer Bedingung: er will das gefährlichste Raubtier aller Zeiten jagen, nämlich einen männlichen Tyrannosaurus Rex. Das wäre die perfekte Extended Cut-Scene gewesen, die da irgendwie reingepasst hätte. Ich weiß, was ich davor gesagt habe, dass es mir nicht gepasst hat, dass Roland hier wieder als der krasse Kämpfer dargestellt wird, aber das Gespräch zumindest, das Gespräch der beiden beleuchtet Figuren mehr. Ich liebe es, wenn Figuren beleuchtet werden. Naja, wir haben die Szene auf jeden Fall nicht bekommen und man kann es auch ohne diese Szene irgendwie verstehen, was diese Bindung zwischen den beiden ist. Allerdings muss ich sagen, wenigstens das Gespräch hätte man irgendwie noch einfügen können. In der nächsten Deleted Scene switchen wir auf die Isla Sorna und hier gibt's meinen Lieblingscharakter Eddie, der nämlich ursprünglich die gesamten Gadgets der Gruppe vorstellt. Im fertigen Film, den wir alle kennen, hören wir eben, wie Eddie auf dem Weg zu Isla Sorna, als die sich alle auf dem Boot befinden, ganz kurz das Betäubungsgewehr vorstellt und eben noch sagt, ja, schießen Sie sich damit aber nicht in den Fuß, Sie wären tot, bevor Sie das pieken. Den Pfeil spüren. Und im Originalskript, also im Originaldrehbuch, und die Szene wurde sogar abgedreht, hätte Eddie auf der Insel später, als sie das Lager aufgeschlagen haben, noch weitere Gadgets vorgestellt. Ja, Exposition, das wäre zu viel gewesen, zumal dann auch später diese Sachen gar nicht mehr in Benutzung kommen und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Grund gewesen ist, warum die Szene fertig gedreht wurde und dann aber später gemerkt hat, ja Moment, du stellst dir gerade ganz viele Gadgets vor und die kommen alle gar nicht mehr zum Einsatz. Komm, lassen wir die Szene weg. Macht für mich also Sinn, von daher alles cool. Auch wenn ich Szenen mit Eddie, gibt's zu viele Szenen mit Eddie? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt niemals zu viele Szenen mit Eddie. Die Stegosaurus-Szene sollte ursprünglich anders enden. Wir kennen ja im Film die Szene, in der Sarah die Stegosaurier unbedingt anfassen und fotografieren muss. Also sie belästigt diese Tiere einfach. Daraufhin flippen die eben aus und greifen die Gruppe an und hauen dann aber auch irgendwann wieder ab. Ursprünglich sollten die Tiere überhaupt nicht abhauen, sondern der Gruppe von Leuten, also Ian Malcolm, Eddie Carr, Nick Van Owen und Sarah Harding, hinterherrennen. Die Gruppe hätte dann irgendwann die Stegosaurier im dichten Dschungel abgehängt und wäre dann zurück zum Camp gelangt. Lustigerweise sehen wir Teile dieser Ausschnitte von einer längeren Wanderung, die kurz darauf folgen soll, also quasi vom Abhängen der Stegosaurier bis eben hin zum Camp zurück, im Original-Trailer zu The Lost World. Das heißt, da wurde das Ganze noch in den Trailer reingepackt, im Originalfilm wurde das Ganze eben rausgeschnitten. Als die Gruppe dann aber zurück zum Camp kommt, sollten sich Sarah und Ian über ihre Beziehung und über Ians Entwicklung zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 unterhalten. Und hier muss ich sagen, boah, hätte ich das gerne gehört. Es gibt keine Aufzeichnungen von diesem Gespräch, auch keine Skriptdaten. Man weiß nicht, was da wirklich erzählt wurde. Wir merken aber alle, dass Ian Malcolm in The Lost World nicht mehr derselbe ist, wie er es eben im allerersten Jurassic Park Film ist. Er ist wesentlich ernster, er ist einfach eine andere Person geworden. Ich hätte es zu gerne gesehen, was da passiert ist, aber ey, ich meine, im finalen Cut, wenn so ein Film fertig ist, muss man sich, glaube ich, dann wirklich entscheiden, irgendwie Universal gibt dir vor, mach einen Film von 2,5 Stunden Länge und auf hast du einen 4-Stunden-Cut, dann musst du dir halt überlegen, was schneide ich da jetzt raus, dann wäre vielleicht, nee, ich hätte es trotzdem drin gelassen. Wie ist deine Meinung dazu? Hättest du gerne gehört, was mit Ian Malcolm passiert ist zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2? Eventuell wäre es aber auch gar nicht so aufregend gewesen, weil wahrscheinlich wäre, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach die Geschichte dann gewesen wäre, naja, er hat sich eben aufgrund der Ereignisse aus Jurassic Park irgendwie in Behandlungen begeben und irgendwie sowas, dass man gesagt hat, komm, ist eh nicht der Rede wert, kann man ruhig rausschneiden. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. In einem anderen Skriptentwurf, selbe Szene, also wir sind noch bei den Stegosauriern, die verfolgen die Gruppe wieder. In der Szene eben gerade hätte die Gruppe die Saurier einfach abgehängt und die wären dann eben, oder die Gruppe wäre dann eben sicher am Camp angekommen. Ursprünglich in einem anderen Skriptvorschlag sollte die Gruppe aber erstmal auf zwei verschiedene Varianten von Dinosauriern treffen.
Mich hat die Szene, die ich euch gleich beschreibe, jetzt sehr stark an die Szene aus Jurassic Park 3 erinnert, wo die Leute eben vom Spinosaurus wegrennen, auf den T-Rex treffen und dann geht's eben weiter. Ursprünglich sollten nämlich unsere vier Helden, also Sarah Harding, Ian Malcolm, Eddie Carr und Nick Van Owen, sollten ursprünglich auf den sogenannten Mamenchisaurus stoßen. Das ist so ein Langhals, der dann irgendwie bei der Paarung hätte sein sollen und wäre dann eben dabei gestört worden. Ja, auch vielleicht ein bisschen verstört für die Kinozuschauer gewesen, aber ursprünglich hätte der dann daraufhin aggressiv reagieren sollen und die Gruppe wieder weiterjagen sollen. Diese wären dann eben kurz darauf aber auf einen ausgewachsenen Carnotaurus gestoßen und es hätte einen Kampf zwischen dem Mamenchisaurus und eben den Carnotaurus ausbrechen sollen. Jetzt mal Butter bei die Fische, das ist doch wirklich 1:1 der Clip aus Jurassic Park 3. Den haben die doch auf jeden Fall wieder recycelt, weil... Ne? Eine weitere Szene, die ein bisschen später passieren sollte, sollte uns länger zeigen, wie RJ und Roland den Spuren des Tyrannosaurus Rex folgen. Dabei hätte noch ein Dialog stattfinden sollen, was genau da besprochen wurde, ist nirgendwo beschrieben. Auf jeden Fall hätten sie eben den Spuren folgen sollen und die hätten dann die beiden Jäger schließlich zum Nest des T-Rex gebracht. Hier hätte man vielleicht noch so ein bisschen auf die Jäger-Vergangenheit der beiden eingehen können, dass die da eben... Weiß ich nicht, aber ich glaube, auch das hätten wir nicht wirklich gebraucht und auch hier verstehe ich, warum die Szene rausgeschnitten wurde. Wir haben schon mal über die Szene gesprochen, in der Peter Ludlow betrunken auf das Bein des Baby-T-Rex fällt. Für alle, die den Film nur so gesehen haben und nicht wissen, wovon ich rede, ihr werdet jetzt denken, ja Moment, der Baby-T-Rex wurde ja am Boden festgekettet und die Gruppe von Roland hat dem Baby-Rex doch einfach nur das Bein gebrochen, damit er nicht abhaut, oder? Nein, das ist nicht der Grund gewesen, denn tatsächlich ist Ludlow auf das Bein des Baby-T-Rex gefallen, hat ihm eben das Bein dabei gebrochen. Der Hintergrund ist, dass Ludlow sich ein bisschen betrunken hat bei einem Gespräch mit Roland und deswegen ist dann das Ganze passiert. Das ist eine Stelle, die ich auch nicht zwingend gebraucht hätte, aber Teil dieser Szene wäre ein Gespräch zwischen Roland und Ludlow gewesen. Einer der Drehbuchautoren hat ganz klar gesagt, dass er traurig darüber war, dass die Szene nicht in den Film gepackt wurde, weshalb ich davon ausgehe, dass die Szene auch wirklich fertig gedreht wurde, denn Roland und Ludlow sollten sich hier über ihre Motivation unterhalten, die auch wirklich für den Zuschauer relativ nachvollziehbar sein sollte. Ludlow hätte hierbei darauf eingehen sollen, warum er denn so krampfhaft einen Jurassic Park auf San Diego errichten will und Roland hätte erklärt, warum er so ein verbissener Jäger ist. Hätte man hier die beiden Figuren vielleicht sogar eher sympathisch beleuchtet? Ich meine, ey, je mehr Tiefgang du solchen Figuren gibst, umso besser und deswegen sage ich auch hier, ich verstehe nicht, warum man diese Szene am Ende rausgeschnitten hat. Umso mehr Tiefgang für die Figuren, umso besser. Gerade was Ludlow angeht, der ist, er ist für mich echt ein blöder Charakter in The Lost World irgendwie. Und ich mag den Film total, aber da hätte die Szene, ihm hätte die Szene auf jeden Fall gut getan. Erinnert ihr euch noch an die Stelle, an der Nick Van Owen und Co. die Dinosaurier in dem Indianlager befreien und die dann eben über das ganze Lager herfallen? Später sehen wir auch noch so eine Explosion und als Zuschauer müsste man sich jetzt eigentlich fragen, warum ist da jetzt irgendwas explodiert? In einem ursprünglichen Cut hätten wir genau das sehen sollen, denn Ian Malcolm und Nick hätten kurz vorher den Angriff, quasi den Anschlag auf diese Lager genau planen sollen. Dabei hätten wir erfahren, dass Nick vorschlägt, die verschiedenen Fahrzeuge zu sabotieren und eben auch die Benzineingänge mit bestimmten Vorrichtungen zu markieren, die dann eben später dazu führen, dass das Fahrzeug in die Luft fliegt. Die Szene ist irgendwie eine Szene, die ich überhaupt nicht so mag. Ich weiß nicht, irgendwie brauche ich diese Stelle überhaupt nicht. Deswegen, ey... Lasst's halt raus, alles cool. Danach sollte es noch eine Szene geben, in der Ian und Sarah darüber reden, wie ein T-Rex jetzt reagiert, wenn er eben Verlustängste um das eigene Kind hat. Die Szene würde wahrscheinlich im Trailer sich irgendwie abspielen. Und dazu habe ich auch nicht mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob das cool gewesen wäre oder ob das wieder vielleicht zu tief in die Materie reingegangen wäre. Tiere finden es genauso scheiße wie Menschen, wenn ihnen die Kinder weggenommen werden. Ich glaube, da braucht man keinen extra Dialog, um das zu verstehen, oder? Auf der folgenden Konzeptzeichnung können wir jetzt noch sehen, wie die Tyrannosaurier-Eltern, kurz nachdem sie eben das Baby zurück von dem Truck von Ian Malcolm und Co. geholt haben, dass die hier nochmal den Hochsitz von Eddie Carr genauer inspiziert hätten. Da haben wir hier eine schöne Konzeptzeichnung, die wurde später aber auch, die wurde also nicht mal fertig gedreht, die wurde auch aus dem fertigen Film geschnitten. Springen wir jetzt nochmal ein Stückchen weiter. Also der Truck ist schon längst von der Klippe runtergefallen. Eddie...
ist leider gestorben. Und unsere Gruppe befindet sich jetzt zusammen mit der Roland-Gruppe in diesem Zeltlager, wo dann eben später auch der T-Rex seinen Kopf in das Zelt reinsteckt. Wir hätten ursprünglich Kelly und Ian darüber sprechen sollen, beziehungsweise hätte Kelly Ian darauf angesprochen, warum er Sarah denn nicht einfach heiratet, wenn das doch bei den beiden so gut passt. Das Gespräch wäre kurz darauf aber abgebrochen worden, weil dann eben Sarah in das Zelt reinkommt und die dann eben schnell das Thema wechseln. Wäre eine charmante Szene gewesen. Nee, hätte ich aber auch nicht gebraucht. Eine Konzeptzeichnung zeigt uns dann noch, wie der Bull T-Rex, der dann später auch in San Diego Amok läuft, dass der noch durch eine sogenannte Waterfront von Injun, eines Injun-Komplexes hindurchrennen sollte. Das Ganze wäre irgendwie so ein Wasserspeicher gewesen, der in San Diego aufgebaut gewesen wäre. Das heißt, mehr Zerstörung in San Diego. Ich bin ja jemand, ich mag die San Diego T-Rex-Szene sehr gerne. Von daher sage ich, ja, bringt die auf jeden Fall in einem schönen Extended Cut wieder. Und jetzt kommen wir zu einer sehr, 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 sehr interessanten Szene. Ich habe euch ja von vornherein gesagt, es kommen hier ein paar Stellen, ein paar Deleted Scenes drin vor, die wirklich unfassbar geil sind. Wenn ihr bis jetzt noch gesagt habt, ja, fand ich nicht alles so berauschend, ab jetzt fängt es wirklich an, sehr interessant zu werden. Kennt ihr Benjamin? Also das ist der Typ, der in San Diego wohnt, wo dann eben der T-Rex durch die Straßen durchläuft und dann ist eben der kleine Benjamin dann da, der den T-Rex dann auch fotografiert und der brüllt dann ins Fenster und seine Eltern stehen mit dabei und schreien. Dann bekommen wir einen Cut und wir wissen gar nicht, was mit denen passiert ist. Im ursprünglichen Cut hätte es eine Szene geben sollen, in der der T-Rex seinen Kopf durch das Fenster hindurch rammt und an den Eltern von Benjamin riecht. Ich habe hier mal zwei Bilder für euch, die erst im Jahr 2014 von Steven Spielberg selber veröffentlicht wurden. Auf dem einen Bild sehen wir einen Art Director, der eben an dem T-Rex mitgearbeitet hat und auf dem anderen Bild sehen wir die Tochter von Steven Spielberg. Wie die Szene weitergegangen wäre, ist zwar auch nicht beschrieben, das heißt, wahrscheinlich hätten wir auch nicht herausgefunden, ob die Eltern jetzt gefressen worden wären oder nicht. Das heißt, das Mysterium ist dasselbe im Endeffekt, da wird nichts großartig aufgelöst, aber die Szene scheint ja irgendwie schon, naja, gedreht worden zu sein. Ich meine, wir sehen ja auf den Bildern, dass der T-Rex schon seinen Kopf durch das Fenster durchgesteckt hat. Vielleicht sah das Ganze aber einfach zu seltsam aus. Ich meine, wir haben auch schon mal über eine Szene gesprochen in Jurassic Park 3, der Kampf Spinosaurus gegen T-Rex, der wurde ja auch stark gekürzt, aufgrund dessen, dass man eben ja mitbekommen hat, dass diese animatronischen Figuren, die sich dann so gegenüber bewegen, dass die dann doch sehr seltsam ausgesehen haben. Deswegen hat man gesagt, nein, wir schneiden die animatronischen Parts nahezu komplett raus und machen das Ganze eben nur in CGI. Und ich könnte mir vorstellen, dass man eben auch hier gemerkt hat, nee, das sieht nicht gut aus und deswegen lassen wir die Szene raus. Es war noch ein T-Rex-Kampf mit Velociraptoren geplant. Den hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ich meine, das wäre dasselbe wie auch in Jurassic Park 1 wieder gewesen. Hier wäre es wohl darum gegangen, dass die Velociraptoren das T-Rex-Nest angegriffen hätten, wo eben dann der Baby-T-Rex drin gewesen wäre und dann eben der große T-Rex gegen die Velociraptoren gekämpft hätte. Der Kampf hätte außerdem relativ früh im Film stattfinden müssen, weil Roland und Co. den T-Rex, also den Baby-Rex, ja relativ früh auch schon entwenden und da hätte man das vielleicht irgendwie auch schwierig einbauen können. Ja, wir haben jetzt genug Kämpfe mit Raptoren und einem T-Rex. Eigentlich nur einen, oder? Haben wir nur einen Kampf, aber das reicht ja auch. Der ist ziemlich cool, ich hätte es auf jeden Fall nicht gebraucht. So, liebe Community, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da leck mich... Das ist eine Info... Ei, ich weiß nicht, ich bin von dieser Szene, die ursprünglich gedreht werden sollte, vielleicht auch gedreht wurde. Auf jeden Fall ist die Rede davon, dass diese Szene aus dem fertigen Film gestrichen wurde. Ich bin von dieser Szene komplett begeistert. Ich habe in einem Video mal erklärt, dass es mich so ein bisschen stört, dass Lewis Dudgeon in Jurassic World Dominion einfach so aus dem Nichts wieder auftaucht und wir haben ja seit Jurassic Park 1 nichts mehr von ihm gehört und das obwohl Lewis Dudgeon in Jurassic Park 2, also in The Lost World Jurassic Park, eine große Rolle im Buch eine große Rolle spielt. Der ursprüngliche Schauspieler von Lewis Dudgeon, Cameron Thor, hat sogar mal in einem Interview gesagt, dass er Steven Spielberg irgendwann in einem Aufzug getroffen hat, als sie gerade von den Universal Studios rausgegangen sind. Und das war irgendwann kurz nach dem Dreh von Jurassic Park 1 und da hat Spielberg wohl noch zu ihm gesagt, halt dein Telefon bereit, ich werde dich wieder anrufen für Teil 2. Das Ganze ist ja nie passiert, wie wir jetzt wissen, aber scheinbar war da wirklich ein Plan dahinter. Denn es sollte eine Szene geben, in der wir sehen, wie Roland nach den Ereignissen auf der Isla Sorna auf einen Mann trifft. Die Szene ist wie folgt beschrieben. Der Drehbuchautor David Koepp bedauert, dass eine Szene herausgeschnitten wurde, in welcher Roland am Ende des Films mit einem wiederkehrenden Schurken aus dem ersten Film redet. Welcher Schurke kehrt denn wieder aus Jurassic Park 1? Da gibt's doch nur einen. Generell gibt's in Jurassic Park 1 nur eine Person, die ich wirklich als Schurken bezeichnen würde und das ist ganz einfach Lewis Dudgeon. Der Name fällt hier im Skript zwar nicht, aber ich könnte wetten, dass das hier irgendwie mit im Hintergrund Gedanken gewesen wäre. Lewis Dudgeon hätte also im Endeffekt
einen Auftritt haben können wie so ein Thanos, der im Hintergrund agiert. Und ich hätte es gern gesehen. Vor allem würde es eben Lewis Dodgsons Auftritt in Dominion nicht so plötzlich machen, wenn man vorher immer wieder mal so ein paar Schnipsel von ihm gesehen hätte. Finde ich schade. Jetzt kommen wir zu der besten Szene, die rausgeschnitten wurde, was sie dann eigentlich umso tragischer macht. Aber dennoch sprechen wir jetzt hier zwei alternative Enden von The Lost World. Bei dem einen Ende sollte das Ganze so ausgehen, dass Sarah und Ian eben nicht zu Hause mit Kelly sitzen und eben Fernsehen gucken und sehen, wie das Schiff eben zurück zu Isla Sorna fährt, wo dann auch der T-Rex drin ist. Nein, die beiden sollten ursprünglich vor Ort sein und zusammen mit dem Schiff den T-Rex auf die Isla Sorna begleiten. Die Idee hat man dann wahrscheinlich verworfen, weil warum sollten die beiden mit? So die Kompetenz, die beiden haben, ja, die kann man vielleicht irgendwo herzaubern, aber überall, wo Ian Malcolm auftaucht, brecht Saurier aus. Das ist vielleicht nicht so clever. Aber Spaß beiseite, nee, ich verstehe schon, was man sich dabei gedacht hat, die Szene rauszuschneiden. Das wäre so ein bisschen dieser Heldenmoment. Und Ian Malcolm und Sarah Harding sind ja immer noch Menschen. Und das wird halt in Jurassic Park immer noch sehr schön dargestellt. Das sind Menschen, die eben nicht immer im Mittelpunkt, nicht immer im Zentrum von irgendwas stehen müssen, wie es in Jurassic World dann später ist, sondern die eben einfach auch abseits der Geschichte existieren. Und deswegen finde ich die Szene, wie wir sie bekommen haben, wo die beiden einfach im Fernsehen, ich meine sogar bei CNN sehen, wie der T-Rex dann zurück auf die Isla Sorna verschifft wird. Das war aber jetzt nicht das Ende, auf das ihr euch hättet gefasst machen sollen. Jetzt komme ich hier zur ultimativen Deleted Scene. Da bleiben mir schon die Worte weg. Da bin ich sehr hin und her gerissen. Okay, passt auf, wir machen das folgendermaßen. Meiner Meinung nach ist die Szene, die ich euch jetzt erzähle, mindestens genauso gut wie die wir am Ende des Films bekommen haben. Ich will jetzt aber eure Meinung dazu wissen. Was haltet ihr von der Szene, die ich euch jetzt erzähle? Wir springen nochmal zurück auf die Isla Sorna, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo die Velociraptoren im hohen Gras die Gruppe angreifen. Im ursprünglichen Cut sollten Ian Malcolm, Sarah Harding, Nick Van Owen und eben Kelly zusammen mit der anderen Gruppe also gleichzeitig ins hohe Gras reinrennen. Der Fokus wäre dann aber weg von Ian Malcolm und Co. gegangen und dann auf eine Gruppe von Injun-Soldaten geflogen, die über die Wiese gerannt wären und wären quasi an die Klippen der Insel gerannt. Daraufhin hätten sie, und da kann man jetzt wieder die Frage stellen, wo haben sie die her, hätten sie Gleitschirme gezogen und wären oder hätten versucht, an der Seite der Insel entlang zu fliegen. Dieser Flug hätte aber Pteranodon angelockt und die hätten dann eben diese Gruppe von Leuten nach und nach auseinandergenommen und sogar RJ, also RJ ist hier namentlich genannt, RJ wäre in der Luft in zwei gerissen worden. Ebenso wäre ein Helikopter da gewesen, wo der herkommt, keine Ahnung, er wäre eben einfach da und auch der wäre eben von dem Pteranodon angegriffen worden. Und dann eben später abgestürzt. Wäre das eine Szene, die später noch hätte recycelt werden können in einem anderen Jurassic-Film? Nee, ich glaube nicht. Ian Malcolm und Co. hätten es aber geschafft, dann den Velociraptoren zu entkommen und wären dann eben mit dem Hubschrauber weggeflogen. Das heißt, wir hätten dann noch die Szene gesehen, wo Kelly eben den Raptor aus dem Fenster rausschleudert und danach die drei rennen ja zu einem Helikopter. Nick Van Owen wartet dann eben schon an dem Helikopter und sie fliegen von der Insel weg. Und damit wäre dann der Film eigentlich erst einmal vorbei gewesen. Das heißt, die gesamte T-Rex-Szene hätten wir nicht bekommen, weil wir eben dafür dann den Pteranodon-Flug und eben den Raptor-Angriff noch verlängert bekommen hätten. Allerdings hätte es jetzt hier, das ist quasi ein Was-wäre-wenn-Szenario, hätte es hier einen riesen Unterschied gegeben, weil da der T-Rex ja niemals in San Diego aufgeschlagen ist, hätte Injun in dieser Variante es geschafft, weiterhin die Existenz von Dinosauriern mehr oder weniger zu verheimlichen, beziehungsweise hätten sie versucht, das ganze Szenario runterzudrücken, also eben zu mindern. Im Drehbuch steht jetzt wirklich drin, oder in dem Skript steht wirklich drin, dass die Welt niemals von Sauriern auf der Isla Sorna hätte erfahren. Das finde ich ein bisschen dumm, weil ich glaube, trotzdem wäre das irgendwie rausgekommen, aber dennoch hätte die Szene dann damit enden sollen. Und jetzt muss ich wirklich sagen, da wären mir die Tränen gekommen. Nachdem unsere Helden dann eben in Sicherheit gewesen wären, wir hätten erfahren, dass Injun es schafft, wieder mal alles zu vertuschen, hätte Ian Malcolm eine Rede auf der Beerdigung von John Hammond gehalten. Und niemand anderes als Alan Grant und Ellie Sattler hätten bei dieser Beerdigung mit dabei sein sollen. Die drei wären also wieder aufeinander getroffen, wir hätten ein episches Zitat von John Hammond gehört, eventuell sogar dasselbe Zitat wie das, was wir im fertigen Film gesehen haben, und der Film wäre zu Ende. Wow, ich muss diese Idee dahinter, das wäre ein so runder Abschluss gewesen, dass es für mich auf jeden Fall noch viel schwieriger gemacht hätte, wenn man nach diesem zweiten Teil die Filmreihe weiter fortgesetzt hätte. Außerdem hätte es irgendwie noch einen runderen Bogen geschlagen dafür, dass ja John Hammond wirklich tot ist,
dann ab Jurassic Park 3, was auch damit zusammenhängt, dass eben der Schauspieler dann irgendwann verstorben ist. Ich meine, er hätte sogar zu Zeiten von Jurassic Park 3 noch gelebt, aber trotz allem hätte man somit irgendwie einen runden Abschluss gehabt, dass man hätte auch die Rede so halten können, dass Ian Malcolm vielleicht darauf eingegangen wäre, dass John Hammond jetzt in Frieden sterben konnte. Es wäre eine sehr schöne Szene gewesen, gerade eben auch, weil Ellie Sattler und Alan Grant wieder aufgetaucht wären. Und das waren sie jetzt auch schon wieder gewesen. Alle deleted Scenes, die jetzt offiziell bis dato bekannt sind, die in The Lost World Jurassic Park 2 rausgeschnitten wurden. Wie ist deine Meinung dazu? Hast du bestimmte Szenen, wo du sagst, ey, die hätte ich voll gerne gesehen? Hast du bestimmte Szenen, wo du sagst, Gott sei Dank ist die nicht mit dabei? Möchtest du trotzdem ein Video zu allen rausgeschnittenen Szenen aus Jurassic Park 3 sehen? Ich frage einfach nur, weil die haben wir ja schon eigentlich relativ ausgiebig in verschiedenen Videos behandelt. Lass mich auf jeden Fall deine Meinung dazu wissen. Und wenn du eben sagst, ja, Tobi, komm, mach weiter, zieh es einfach jetzt komplett durch, mach noch Jurassic Park 3, mach Jurassic World, Jurassic World 2, Jurassic World 3, dann wird das natürlich auch gemacht. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.